Natalie war verblüfft, wie sie mit diesen drei einfachen Outfit-Tipps 80er-Kleider an ihr wunderschön aussehen. Doch zuvor noch der Hinweis: in den Videoinfos und in der Beschreibung erfahrt ihr, wie Natalie dieses Kleid und die Accessoires bis zu 87% günstiger erhalten hat. Und am Ende des Videos habe ich noch eine spannende Überraschung für euch. Natalie hat mich verzweifelt angeschrieben, dass sie kein Kleid im 80er-Stil findet. Und nichts leichter als das, die Herausforderung nehme ich an und lieben gern kreiere ich hier Natalie ein Outfit im komplett 80er-Stil. Und um gleich einzusteigen, habe ich hier ein wunderschönes Kleid herausgesucht, was ein Dreier-Set ist, was schon ziemlich nah an den 80er-Stil herangeht. Vielleicht noch der Hinweis, dass 80er Feeling ist das komplett Ganze, also sprich mit den Accessoires, da komme ich gleich drauf zu sprechen. Jetzt erstmal kurz zu diesem wunderschönen Kleid. Dieses Kleid ist schön schwarz gehalten als Grundton, bildet euch eine wunderschöne Taille heraus, also ich meine richtig leckere Figur. Und der fast neonpinkne Blazer dazu mit dem Lackledergürtel, der in schwarz gehalten ist, habt ihr schon mal einen Grundstil drin, der wirklich in die 80er Richtung geht. Und wenn ihr mehr wissen wollt, wie Natalie bis zu 87% bei diesem Kleid sparen konnten, dann einfach jetzt hier draufklicken und dann werde ich es auf jeden Fall euch verraten. Und jetzt kommen wir zu dieser Accessoires, die dieses komplett runde 80er Outfit ausmacht. Denn zu so einem wunderschönen Kleid empfehle ich euch eine Sandale, eine sehr hohe Sandale, die diesen 80er Stil komplett unterstreicht, weil auch wieder diese Neonfarben in der Sandale verbunden sind, auch schwarz, damit diese Sandale in das Kleid perfekt integriert und euch dazu noch einen wunderschönen Fuß bildet. Und dadurch, dass das Kleid doch schon sehr kurz ist, typisch 80er, und der Schuh sehr hoch, bekommt ihr ein ewig langes Bein, wo ihr wirklich gleich nochmal viel schlanker und schicker damit aussieht. Und da habt ihr wirklich schon mal sehr, sehr viel richtig gemacht, um perfekt in die 80er Richtung zu gehen. Wenn ihr mehr zu dieser Sandale wissen wollt, ihr wisst es, einfach jetzt hier klicken. Was fehlt noch? Natürlich noch der Eyecatcher. Und da empfehle ich euch so eine wunderschöne Handtasche von Philipp Plein, die diesen gleichen, fast neonpinken Ton hat, also richtig reinknallt. Das waren auch die 80er, da muss es richtig knallen. Aber ich sage immer, ruhig 80er, ruhig richtig reingreifen, aber dem Stil von heute ein bisschen noch mit einfließen lassen, damit es ja vielleicht nicht nur einmal getragen werden kann, sondern vielleicht noch zu verschiedenen Anlässen. Deswegen diese Handtasche erstmal als Eyecatcher, was richtig reinknallt und auch automatisch in das Kleid perfekt integriert. Und diese Handtasche hat auch ein sehr schickes Innenleben, wo man wirklich die Schlüssel, das Handy schön verstauen kann. Wenn ihr das sehen wollt, klickt jetzt hier einfach drauf, dann seht ihr auch die Handtasche von innen und könnt dann entscheiden, hey, geile Tasche oder auch nicht. Das könnt ihr für euch entscheiden. Natalie hat die Tasche geliebt. Und jetzt, was fehlt noch? Natürlich ein bisschen Schmuck. Und da gehe ich jetzt erstmal ein bisschen dezenter ran, denn hier habe ich eine wunderschöne Kette gewählt, die ja schlicht ist, in Detail verspielt und die 80er auch da ein bisschen so, ja, sagen wir Ende 80er, 90er ein bisschen widerspiegelt. Und dann habt ihr hier eine Kette, die zu diesem Outfit perfekt passt. Und Natalie hat gesagt so, wow, Alter, geile Kette. Und ja, guckt bei euch den Preis an, weil sie ist wirklich günstig. Habe ich auch fast nicht gedacht. Jedenfalls schaut es euch jetzt hier an. Und Natalie, wo ich dieses komplett Outfit ihr gezeigt habe, war sie wirklich baff, weil der Preis, das Aussehen und wie es an ihr gestanden hat, I love it, kann man dazu sagen. Und jetzt komme ich zu der versprochenen Überraschung für euch. Denn wenn ihr wie Natalie auf euch perfekt zugeschnittenes Outfit haben wollt und das kostenlos, habt ihr jetzt die Möglichkeit, mir jetzt unten in die Kommentare so genau wie möglich zu schreiben, zu was für eine Veranstaltung ihr geht, wie ihr ausseht. Und dann kann ich vielleicht morgen schon so ein wunderschönes Outfit genau auf euch zugeschnitten online stellen und hoffe, euch damit sehr glücklich zu machen. Und damit ihr das nicht verpasst, gebe ich euch den Tipp: Folgt mir jetzt hier einfach auf YouTube, abonniert mich, folgt mir bei Facebook oder Twitter, denn da bekommt ihr noch mehr Infos, noch mehr Special News über solche wunderschönen Outfits, Sales und Co. Und was noch ganz wichtig ist, da findet ihr natürlich noch diese VIP-Sales und Deals.
Ist es ein Deal?